All systems fail. Alle Systeme scheitern. Sarah Morris untersucht in ihrer groß angelegten Ausstellung in den Deichtorhallen Hamburg Strukturen und Systeme und der Titel lässt keinen Zweifel, deren Scheitern. Ich bin Rahel Bruns und möchte mit Ihnen in dieser Folge von Intro die verborgenen Geschichten hinter Morris' abstrakt wirkendem Werk und die persönlichen Bezüge der Künstlerin zu ihrer Arbeit erforschen. Die Serie Clips and Knots, Knoten und Klammern, entstand als Reaktion auf einen Rechtsstreit. Sarah Morris sah sich wegen Urheberrechtsverletzungen um ihre Origami-Gemälde verklagt und begegnete den wachsenden Papierstapeln auf ihrem Schreibtisch und der daraus erwachsenen bürokratischen Überforderung mit Bildern von Büroklammern. Konturen abstrahierter Klammern füllt sie mit handelsüblichem Lack. Eigenartig undurchdringlich und gleichzeitig klar wirken ihre Formen dabei auf mich. Die strengen geometrischen Gebilde changieren zwischen bunt und monoton, dekorativ und aggressiv. Dass die zentrale Figur hier an Kimme und Korn eines Luftgewehrs erinnert, mag Zufall sein, verstärkt aber den kämpferischen Eindruck des Bildes. Sarah Morris eignet sich überfordernde Strukturen durch Abstrahierung an. Bei Luna von 2020 reagiert sie auf die plötzliche Strukturlosigkeit und den Verlust eines klaren Zeitgefühls, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, mit einer 12-teiligen Serie. Mit jeweils einer kleinen quadratischen Leinwand für jeden Monat beruft sie sich in dem Moment des Zusammenbruchs vieler vertrauter Systeme auf den ewig verlässlichen Kreislauf der Mondphasen. Ob den einzelnen Farben dabei Bedeutung zukommt, Grau also für besonders öde Tage steht oder dunkle Farben für düstere Gemütslagen, bleibt dabei der Interpretation der einzelnen BetrachterInnen überlassen. Bei den Portraits von 2001 spielt die Künstlerin mit unserer Wahrnehmung. Wir sehen die persönlichste und zugleich formal strengste Arbeit der Ausstellung. Ein in 336 Quadrate gerastertes Selbstporträt verdeutlicht Morris' Auseinandersetzung mit Nähe und Distanz und zeigt, dass erst mit dem nötigen großen Abstand Werk und Künstlerin zu erkennen sind. In den Vitrinen hingegen finden wir Notizen, Skizzen, Fotografien und Skripte, die einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt der Künstlerin ermöglichen. Und genau dieses Spiel mit Nähe und Distanz, kalkulierter Ästhetik gepaart mit intuitiven Entscheidungen und dem Offenlegen von Machtstrukturen, verwoben mit persönlichen Beobachtungen und Empfindungen, macht für mich die Stärke von Sarah Morris' Werk und die Faszination der Ausstellung All Systems Fail aus. Thank you.